Aufwendige im klassischen Biomonitoring ist, dass man die Organismen selber beprobt hat. Also man hat Fisch gefangen oder Gewässerinsekten beprobt. Und gerade bei kleinen oder artenreichen Organismengruppen ist es extrem aufwendig, die Proben dann zu prozessieren. Man muss die sortieren, bestimmen. Es fehlt teilweise auch Expertise. Und wir haben darum an der EWAG zusammen mit anderen Arbeitsgruppen Methoden entwickelt, wie man Tier- und Pflanzenarten aus einer Gewässerprobe nachweisen kann. Also alle Organismen, Tier, Pflanzen, Mikroben, geben DNA in die Umwelt ab, beispielsweise über Kot, über Schleim. Und die DNA kann man aus dem Wasser extrahieren und anhand dieser DNA kann man dann bestimmen, welche Tier- und Pflanzenarten in einem Gewässer vorkommen. Das ist ähnlich wie in der Kriminalistik, wo man einen Täter erfassen oder überführen, weil man seine DNA an einem Tatort gefunden hat. Da kommt ein File über mit Millionen von Sequenzen. Da hat es auch Fehler noch drin. Gewisse Sequenzen sind zu lang oder zu kurz. Die müssen bioinformatisch aufgereinigt werden. Also nach dem Abgleich mit der Datenbank kommen dann Listen über, wo die Sequenzen einzelnen Arten oder Artgruppen zuordnen. Man sieht hier beispielsweise gerade, dass die Wasserassel nachgewiesen worden ist. Und bei der Interpretation dieser Daten ist es noch wichtig, dass Expertinnenwissen zur Artgruppe wieder beizogen wird. Also die Entwicklung dieser Umwelt-DNA-Methoden findet momentan den Weg von der Forschung in die Anwendung. Damit nicht 26 Kantone eigene Methoden erarbeiten müssen, haben wir zusammen mit einer Forschungsgruppe aus Genf Richtlinien erarbeitet, die aufzeigen, wie man die Umwelt-DNA im Feld beproben, wie die Proben dann aufbereitet werden und wie die Daten interpretiert werden können.